Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus Karlsruhe. Ich treffe mich gleich mit ein paar Kollegen. Aber hier erstmal in Galaxo. Mitten auf dem Weg. Galaxo spawnt für 5 Tage oder so. Aber liegend. Was? Der hat nur 40 BP. Ich habe schon Screenshots gesehen, wo es voll mit Galaxo ist. Also echt wie so ein kleines Galaxo-Event. Früher hätte man sich krass darüber gefreut. Heutzutage, naja, Galaxo halt. Früher hätte ich mich auf jeden Fall gefreut, weil gute Chancen für einen 100er Galaxo. Irgendwo map-technisch, aber ich habe ja keine Map am Start. Und ich habe ja schon 200er Mumfuck so. Einfach nur rot. Okay. Und so neues Zeug, veganes Fleisch oder sowas. Komische Fragen werden wir hier gerade gestellt, werden uns hier gerade gestellt für Radio, glaube ich. Oh, muss weg hier. Ich bin nicht so wortgewandt. Ja, auf jeden Fall waren wir gerade frühstücken mit Julian. Die sind übrigens sehr PvP-affin, also die gehen richtig ab da, was PvP. Und nicht nur Silk Road, sondern ihre eigene Liga hier in Karlsruhe. Sehr interessant zu sehen. Das ist echt ein sehr leidenschaftliches Projekt, scheint viel Spaß zu machen. Wie gesagt, schade, dass in den meisten Städten PvP noch nicht so verbreitet ist, aber die haben echt viel Spaß. Und ihr fragt euch, wo Julian ist. Er zockt ein bisschen PvP, so wie es aussieht. Ich treffe mich jetzt an. Also ich lasse erstmal meinen Koffer ab hier am Bahnhof, dann müssen die Jungs sich auch schon verabschieden. Dann treffe ich hier den Spieler mit dem meisten EP in ganz Karlsruhe. Der hat übrigens 320 Millionen EP, also gar nicht mehr so viel weniger als Carnifex. Ich glaube, ich rede zu laut, dass ich den unterbreche hier. Ich habe gerade von der Liga gesprochen, jetzt sehen wir sogar Julian in Aktion. Ich hoffe, er gewinnt. Ich werde die absolut gucken. Shit, das wird sogar gefilmt jetzt, gell? Ja, Juge. Pressure is on. Pressure is on. Wenn man es dann auf die Bank setzt. Jawoll. Also ihr seht gar nichts, aber Julian hat Machomai und der Kollege Dialga. Ich muss auch sagen, er hat kein Lucario. Er hat nicht mal einen Riolo. Ich wollte ihn mal tauschen, aber er hatte nicht mal den Dex angekauft. Ja, schade, nicht mehr losbekommen. Ich hab gedacht, du kannst schon direkt abholen eigentlich. Ja, ich auch. Ach, fuck. Oh. Doch noch spannend. Oh shit. Oh. Yes. Oh. Ja. Oh. Heilige Scheiße, war das knapp. Ich wollte unbedingt deinen Scheiß, die Alga, kontern. Ja, ich hätte. Du geiler Typ, Julian, das Spiel ist super geil. Ich hab da auch eins ready gemacht. Voll der krasse Miespiel. Er redet von Noctu. Aber er hat einen Ice-Heap kassiert. Ja, der ist vorbei. Das ist Matchup, das ist. Ja. Er muss all in gehen. Schlecht aus, aber. Ich mach viel. Beide sind beim letzten Punkt gewonnen. Hey, das ist echt spannend. Also der Kollege hat es mit so ein bisschen überlebt. Aber. Heilige Scheiße, das war intens.
Also ihr habt nichts gesehen, aber das war echt intens. Oh. Vor allem, als Nocto Icebeep kassiert hat, oder was weiß ich, was das war, Icebeep, dachte ich, das war's eigentlich. Er hat zum Glück keine Bierfahrtsfläche, deswegen kann man das mal ohne Schild probieren. Deswegen finde ich Nocto auch so nice und jeder hat Eis dabei für Proteus und Altaria. Ja. Und Nocto ist halt eigentlich genauso ein krasser Pokerangreifer, aber kassiert halt nur zweimal. Ja. Insider. Ich wollte eigentlich raus aus der Juni-Liga, aus zeitlichen Gründen. Aber oh. Also, ja, hab's gesehen, ja. Du musst das mal ein bisschen auf deinem Kanal etablieren, ja. PvP. Ich hab's schon gesehen, schon ja. Ganz nice. Ja. Wieso nicht? Also. Sah echt gut aus, sah echt spannend aus. Was soll ich sagen? Julian leidet. Der Kollege mit dem vielen EP kommt jetzt gleich und dann schauen wir mal, was so Karlsruhe zu bieten hat. Ein schneller kurzer Tausch hier. Vielleicht habe ich ja Glück. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Kann der Kollege vielleicht hier für seine PvP-Liga gebrauchen. Überragendes Pokémon. Ich bin Fan-Pokémon von den Regionals. Hunderter. Oh, ist gar nicht. Meine ist auch gar nicht so schlecht. Also dafür, dass es kein Lucky One ist. So, wir haben hier den Kollegen Lauch. Sehr ironischerweise, was für ein Name. Wir mal die Fragen an die Community. Wie viel EP hat der Spieler mit dem meisten EP hier in Karlsruhe? 321 Millionen derzeit. Das bin ich. Interessant. Wie würdest du Karlsruhe einschätzen? Spieler zwischen 1 und 10? Also mit dem Fahrrad auf jeden Fall. Ja, das habe ich jetzt schon gehört. Eine gute 8, 9. Oh, wow, ja. Also es geht überall wahrscheinlich auch gut. Aber mit dem Fahrrad hier ist halt Bombe. Ist alles flach. Gute Cluster-Spawns, die man von Hand fangen kann. Mit dem Fahrrad eben die Stellen mit weniger Spawns überbrücken. Also richtig, richtig gut hier. Kann ich mir vorstellen. Und wie organisiert ihr euch hier in Karlsruhe? Über Telegram läuft eigentlich alles. Tragen sich ja eigentlich immer genug Raids ein. Also auch an Arbeitstagen kann ich nach der Arbeit meine 8, 9, 10 Raids machen, wenn ich will. Oh, ja, okay. Also sehr viel machbar hier auf jeden Fall. Und was geht hier so PvP-technisch ab? Haben wir ja schon was mitbekommen. Also eine eigene PvP-Liga haben wir auch. Sehr viele Leute am Start. Auch Leute, die sich sehr, sehr viel damit beschäftigen. Habe ich ja beim jetzt so mitbekommen. Ja. PvP bin ich leider komplett raus. Klar. Ich verbringe da lieber mehr Zeit mit Fangen und Raiden. Und EP auf jeden Fall, weil sonst kriegt man ja die EP nicht zusammen. Ja. Aber vielen Dank dir. Es ist auch schon wieder vorbei. Es geht auf zum Bahnhof. Ich habe ein bisschen Freizeit, aber ja, was soll ich sagen? Karlsruhe, danke. Hannover, abnormal krass geplant. Karlsruhe. So eine schlechte Planung, tut mir leid, Jungs. Alter. Wo fange ich an? Also, ich hatte meine Übernachtung ein bisschen außerhalb und aus irgendeinem Grund war der Plan, dass wir uns dort treffen und dann in die Innenstadt laufen und ja, auf dem Weg war halt nichts mit meinem Koffer und Julian hat uns dann getroffen, er ist uns entgegengefahren und dann sind wir gemeinsam den Weg wieder zurückgegangen, den er gekommen ist. Und wie gesagt, auf dem Weg war halt eigentlich gar nichts. Also im Grunde genommen haben wir uns eigentlich nur zum Essen getroffen. Wir hätten gleich zum Hauptbahnhof fahren können, uns dort treffen können, Koffer ablegen können und dann dort essen können. Hätten wir uns ungefähr 2 Stunden gespart, in denen ich halt neue Stops drehen hätte können. Aber wie gesagt, trotzdem lustig, aber Effektivität gleich null. Tut mir leid, Karlsruhe. Und ja, dann habe ich den Kollegen Lauch getroffen. Netter Typ, sympathischer Typ, ruhiger Typ. Hat eine Menge EP. Haben uns da ein bisschen unterhalten, aber das war auch ein bisschen gezwungen. Naja, auf jeden Fall dachte der Kollege, dass wir uns nur kurz treffen, kurz austauschen, ein bisschen unterhalten. Er zeigt mir ein paar Sachen kurz und dann war's es, dann geht er wieder. Aber er hat sich dann irgendwie gezwungenermaßen dazu verpflichtet gefühlt, mir alles zu zeigen. Was hätte echt nicht sein müssen. Und ich hatte mich wiederum aber verpflichtet gefühlt, also mich führen zu lassen. Weil ich wollte nicht unhöflich sein und sagen, ja, ich mach mein eigenes Ding. Und wir haben uns also sozusagen gegenseitig verpflichtet gefühlt, obwohl wir beide gerne uns nur kurz getroffen hätten und dann jeweils unser eigenes Ding gemacht haben. Aber dann durch diese ganze Kolonne und so haben wir uns halt gegenseitig unnötigerweise verpflichtet gefühlt. Er hat mir die Hauptfarmroute gezeigt, die soll nicht schlecht sein. 160 Fänge in der Stunde, aber mit Fahrrad und wir waren halt zu Fuß unterwegs. Karlsruhe anscheinend eine Fahrradstadt, so wie ich das mitbekommen habe. Von der Stoppdichte und Arenendichte her eigentlich ziemlich krass, wie gesagt, leider
überhaupt nichts davon mitgenommen. Später, wenn, also ich fahre jetzt zum Hauptbahnhof oder gehe zum Hauptbahnhof gezwungenermaßen mit dem Koffer, also echt leidend, Mann. Da zeige ich euch dann noch ein paar Ausschnitte, wie es hier so aussieht. Also gestern, als ich angekommen bin, ich habe schon echt krass gestaunt, wie viele Stops hier sind. Also ich komme hier auf jeden Fall nochmal wieder, gebe niemandem Bescheid und drehe einfach nur Stops und dann gehe ich wieder. Das ist der Plan für Karlsruhe nächstes Mal. So, das war's von Karlsruhe. Grüße gehen raus an Julian und alle, die ich in Karlsruhe getroffen habe. PvP, richtig geile Idee, hat mir echt sehr gefallen. Also es war echt spannend zuzuschauen und wahrscheinlich noch spannender mitzumachen. Das ist ihre eigene Liga, eigenständig, hat nichts mit Silverwood und den Silverwood Cups zu tun. Und die verwenden alle Ligen, alle drei. Das finde ich echt eine gute Idee. Also sehr schön zu sehen, dass meine Stadt so PvP-mäßig da gleich gut mit dabei ist. Funktioniert natürlich nur, wenn eine gewisse Anzahl an Spielern und Leuten und Community da mitzieht. Aber bei denen klappt's. Wäre natürlich schön zu sehen, das öfters mal zu sehen in den Städten. Lasst euch da was einfallen, man kann da viel draus machen. Ändert natürlich komplett den Spielstil. Man achtet nicht mehr auf 100er, man macht Raids oder tauscht oder fängt Pokémon, um schlechte Pokémon, schlechte, zu bekommen. Also perfekt für die Liga, aber generell normal eigentlich schlecht. Zum Beispiel ein Kollege, der wollte die ganze Zeit Hornios getauscht bekommen haben. Grüße gehen übrigens raus, er hat uns das Bildmaterial noch geliefert. Also sehr nette Jungs, hat mich sehr gefreut in Karlsruhe. Auch Grüße an Lauch, klasse Spieler. 320 Millionen, über 320 Millionen jetzt. Die kommen nicht von alleine. Nur das mit der Planung, das müsst ihr nochmal üben, Jungs. Da hätten wir uns auf jeden Fall ein paar Stunden sparen können. Und wie gesagt, am Ende, das war ein bisschen gezwungen, dass wir da alle nochmal gechillt haben. Ich glaube, bei irgendeinem Moment hätte ich einfach sagen sollen, danke Jungs, aber ich ziehe jetzt mein eigenes Ding durch. Hätte ich noch ein bisschen mehr die Stadt und die Stops erforschen können. Aber naja, war trotzdem lustig. Grüße gehen raus, wie gesagt. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.